Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit der guten alten Aprilia. Wie ihr es schon im Vorspann vor dem Intro gesehen habt, wir haben uns ein neues Spielzeug gekauft, eine Drohne, damit wir künftig auch noch geilere Aufnahmen tätigen können. Ihr habt es ja bereits im Italien-Video schon gesehen, da hatten wir die Drohne bereits dabei, haben da auf der Panoramica-Straße ein bisschen gefilmt und ein bisschen geflogen. Das Wetter war nicht allzu gut, weil wie man weiß, mit der Drohne darf man ja nicht bei Regen fliegen. Ist lebensgefährlich und man macht auch die Drohne kaputt. Und genau da hatten wir halt eine kleine Wetterlücke und dann haben wir das eben ausgenutzt. Ja, zur Drohne selber. Es ist eine DJI Mini 2 SE. Hier angemerkt, es ist keine bezahlte Werbung. Ich werde nicht gesponsert von DJI. Es ist meine eigene Meinung. Ich wollte mir schon immer eine Drohne zulegen. Seitdem ich YouTube mache, seitdem ich mich für Fotografie und Videografie interessiere, wollte ich mir eine Drohne zulegen, aber ich wusste schlichtwegs einfach nicht, was für eine. Ich hatte mich im Netz ein bisschen umgeschaut, hatte unzählige Produkte von Holy Stone gesehen, wo ich halt auch nicht so wusste, sind die zertifiziert und wie das genau abläuft. Letztendlich bin ich ja dann bei DJI hängen geblieben. Und ich muss sagen, jeder, der sich überlegt, sich eine Drohne zuzulegen, ich kann sie wärmstens empfehlen. Ich habe mir das DJI Fly More Paket gekauft. Da ist eine Tragetasche dabei, da sind drei Akkus dabei, Ladegerät, Ersatzpropeller und Kleingedöns. Also alles, was man eigentlich braucht, dass man ungefähr 40, 50 Minuten fliegen kann. Natürlich nicht am Stück, weil der Akku hält ungefähr 25 Minuten, je nach Wind. So wie heute zum Beispiel, es ist sehr windig, es kommt glaube ich heute noch ein Unwetter. Wie ihr das vielleicht auch schon erkannt habt, ich bin hier am selben Spot, wie ich damals mit der DT raufgefahren bin. Neue Streckchen erkunden. Ich wollte eigentlich noch da weiter rauffahren, aber das Problem ist, da liegen mehrere Bäume über dem Weg drüber. Klar, mit der Enduro kann man drüber hüpfen, aber ich weiß schlichtwegs einfach nicht, wie der Weg genau weitergeht und er ist auch nicht mehr recht sichtbar. Also nicht, dass ich dann irgendwo hier am Berg mit dem Gelände stecken bleibe und womöglich auch noch runterfall oder weiß der Geier was. Nee, das will ich auch nicht riskieren, deswegen bin ich jetzt hier und jetzt wird geblieben. Und zumal es ist auch von den Bäumen her, dass ich fliegen kann, ist es ein bisschen leichter. Da oben zum Beispiel, da ist es immer drum bewachsener und ja, man muss eben aufpassen mit den Bäumen, weil sonst, ich will mal meine Drohne eigentlich ungern schrotten. Ich habe zum Beispiel auch jetzt vor, dann, wir wissen es ja nicht wann, ab nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dass wir nochmal zum Gardasee fahren und ich möchte auch ganz gern nochmal zu dieser Radarstation hinfahren. Solange es noch gibt, weil angeblich soll sie irgendwann abgerissen werden und will auch gern da noch ein bisschen fliegen, weil dieser Ausblick auf 2500 Meter, das ist einfach phänomenal. Wir hatten an diesem Tag zwar die Drohne von Maxl dabei, der hatte sich vor etlichen Jahren eine Holy Stone gekauft, aber das Ding, erstens ist es so ein Gerät an Koffer, was der Maxl da sich mit sich geschleppt hat. Und es war auch dann dementsprechend heiß. Und ja, wir hatten dann einfach da auch keinen Bock, dass wir fliegen. Wir wollten lieber einfach so die Aussicht genießen. Oder ich kann es auch hier gerne mal wieder einblenden. Mit der 360-Grad-Kamera ein bisschen spielen, die sich der Nickel gekauft hatte. Ja, das war eigentlich das einzige Erlebnis, was wir so von der Radarstation hatten. Aber wie wir auch es angeteasert hatten, wir haben ja in naher Zukunft auch noch viel mehr vor, dass wir fahren, Pässe befahren und eben da auch ein bisschen fliegen, weil wir wollen euch ja auch diese grandiose Aussicht nicht entgehen lassen. Wie ihr jetzt hier seht, ich fliege ein bisschen da bei mir in der Gegend jetzt rum, da in der Nähe von meinem Standort.
am Fuße des Berges und ein Blick in unseren tollen, geilen Talkessel. Ich muss sagen, es ist einfach schön hier. Ich meine, das Wetter, er hat es eigentlich schöner gesagt für heute, aber ja, was will man machen? Es hilft sich einfach nichts. Ja, Leute, mit diesem Ausblicken beende ich mein kurzes Video. Es muss ja nicht immer so lange sein, aber ich wollte euch einfach mal ein kleines Update geben, was wir uns geleistet haben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie oder wir beantworten sie so schnell wie möglich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Aktiviert die Glocke und natürlich abonniert diesen Kanal. Und dann, wenn ihr wollt, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Servus!